Warum du mit Vorlagen als Webdesigner arbeiten solltest und trotzdem dafür 20, 30, 40.000 Euro für eine Webseite verlangen kannst. Und das meine ich, ohne zu übertreiben. Es ist möglich, sag ich mal, mit geringem Zeitaufwand sehr viel zu verdienen. Und das ist weder Betrug noch irgendwie lächerlich oder was auch immer. Und das ist generell ein Riesenthema. Da könnten wir 15 Stunden wahrscheinlich drüber reden. Aber warum ganz viele Webdesigner und unterbewusst immer noch denken, Zeit, wenn ich mehr verdienen will, muss ich auch mehr arbeiten. Ist für sich schon eine Riesenstory. Ne? Also es gibt ganz, wie wir erzogen werden und weil wir andere das im Markt machen und so weiter. Jeder mal arbeitet mit Stundensätzen und so. Es ist einfach tief in uns drin, wenn ich mehr verdienen will, muss ich auch mehr arbeiten. Und das ist aber nicht der Fall. Also meine These ist, du kannst mit Vorlagen arbeiten, also einfach mit Templates, die du anpasst. Du musst nicht selbst coden oder nur wenig selbst coden. Du musst keine regelmäßigen Calls haben oder, was sag ich mal, oder mehr als 2 Review-Schleifen überhaupt haben. Und du brauchst, wenn du zum Beispiel auch Ads dazu anbietest, kein Reporting und du sollst auch keine Stundensätze anbieten. Hört sich jetzt radikal an, ist es aber nicht, wenn du mal überlegst, was wollen die Kunden wirklich? Also es gibt so gesehen 2 Blickwinkel, aus denen man das ganze Thema betrachten kann. Das eine ist, sag ich mal, was kannst du an Mehrwert liefern? Also wenn so gesehen du eine Webseite baust und der Kunde dadurch, er zahlt dir 20.000 Euro und du hast das in 2 Tagen fertig, was möglich ist grundsätzlich. Und der Kunde verdient dadurch regelmäßig, also macht dadurch regelmäßig 30.000, 40.000 Euro mehr Gewinn oder Umsatz, Gewinn ja noch besser, im Monat dadurch, vielleicht auch manchmal im Jahr, je nachdem, was für eine Company ist, lohnt sich das Ganze trotzdem. Also man sagt ja so, im Schnitt, wenn man irgendwie 2 Jahre oder 3 Jahre braucht, um das Investment wieder rauszuhaben, sag mal bei Aktien oder bei Immobilien ja sogar noch länger, dann ist das eine ziemlich gute Sache. Oder bei Firmenkäufen, sagt man so, zwischen 5 und 15 Jahren will man ungefähr wieder das Investment drin haben. Natürlich kann man das nicht auf alles übertragen und deswegen muss jetzt eine Webseite nicht 500.000 kosten, weil irgendwie das Unternehmen dann in 5 Jahren 500.000 Gewinn macht. Aber sag mal, was schaffst du an Mehrwert, damit das Investment lohnt? So, und das hört sich jetzt leicht an, aber viele sind da direkt dagegen und sagen solche Sachen wie, nee, das kann ich in meiner Region nicht machen, das will ich auch nicht machen und ich möchte da auch einfach einen fairen Preis haben, die Leute nicht über den Tisch ziehen. Und dann kommen wir wieder auf die andere Perspektive, es gibt 2 Perspektiven oder 2 Blickwinkel. Das eine ist der Mehrwert, den du schaffen kannst, das andere ist, was du dazu denkst, wie du dazu stehst, also was dein Mindset ist. Und da hatte ich ja eben schon mal angeschnitten, wir sind einfach geprägt von Umfeld, von Kindheit und ja, von allem Möglichen, dass mehr Aufwand gleich mehr, dass mehr Zeit gleich mehr Aufwand bedeuten muss. Und jeder, der irgendwie sehr schnell, sehr reich wird, das ist in der Regel Betrug. So, also es gibt ganz viele Dokus auch darüber und man kann nicht, sag ich mal, mit wenig Aufwand oder mit nichts tun, viel Geld verdienen. Das ist einfach ein Betrüger. So. Und deswegen setzen wir das auch gleich mit, ich muss lange an einer Webseite sitzen. Natürlich bin ich auch der Überzeugung, dass langfristiger Erfolg auch viel Arbeit erfordert, aber trotzdem heißt das nicht, dass ich mich irgendwie eine halbe Woche an eine Kundenwebseite setzen muss oder eine Woche, bis die fertig ist, so, ne, um dann irgendwie da ein paar tausend Euro zu verdienen. Also das sind dann nochmal 2 verschiedene Ebenen. Deswegen, du solltest es schaffen, gute Kundenergebnisse zu liefern. Wie schaffst du das? Durch geiles Copywriting, durch Conversion Rate Optimierung, also nicht, dass du einfach nur die Texte übernimmst vom Kunden, sondern wirklich was Sinnvolles schreibst, dass du da fragst, sagst du, lieber Kunde, das kannst du natürlich auch nur, wenn du viel Geld verdienst, weil dann hast du auch überhaupt die Motivation, die Lust dazu. Ich nehme jetzt nicht deinen Text, den du da schon geschrieben hast, von der alten Webseite auf die neue, sondern ich mache es wirklich geil. Und dann optimiere ich auch noch die Conversion Rate. Schau mir, bilde ich mich weiter, wie ich psychologisch sinnvoll Webseiten aufbauen kann, dass sie auch wirklich die Ziele erreichen, dass mehr Leads bei rumkommen, dass mehr Umsätze gemacht werden. Und nicht einfach nur irgendeine Website, die der Kunde halt so will, der eigentlich gar keine Ahnung von dem hat, was du da machst. Also deswegen würde ich grundsätzlich darauf achten, aus diesem Agentur-Game rauszukommen, dass du nicht irgendwie darauf achtest, habe ich jetzt eine gute Beziehung mit dem Kunden. Das ist natürlich auch wichtig, nicht falsch verstehen, aber manche nehmen das als höchste Prio, den Kundenkontakt zu pflegen, da regelmäßig hinzufahren, faire Stundensätze zu verlangen und so weiter. Das ist alles nicht das, auf was es wirklich ankommt. Wenn du wirklich die Kunden fragst, was wollen sie wirklich? Sie wollen nicht einfach nur einen Kaffee mit dir trinken. Sie wollen Ergebnisse. Sie wollen ein besseres Unternehmen aufbauen. Und natürlich hast du eine gute Kundenbeziehung. Natürlich, sag ich mal, rechnest du fair ab. Aber fair abrechnen heißt, dass du nicht viel arbeiten musst, aber am Ende trotzdem bessere Ergebnisse liefern kannst. Also, sag ich mal, eine Webseite, die 20.000 Euro kostet und 40.000 Euro jeden Monat mehr Umsatz oder Gewinn bringt, ist viel, viel mehr wert als dieselbe Webseite,
die du halt dann für 2000 Euro verkaufst und 20 Stunden länger, sag ich mal, Zeit verbringst, aber keine Ergebnisse produzierst oder nur dieselben, so, dann weiß ich nicht, also warum nicht dann einfach auch mehr verlangen? Also, was viele Webdesigner falsch machen, sie fokussieren sich auf das Falsche. Sie haben Angst, hohe Preise zu verlangen, auch aufgrund des Mindsets und dass man es in der Region generell nicht machen kann und so weiter. Und fokussieren sich einfach nur darauf, das Kundenprojekt möglichst schnell abzuarbeiten, aber keine gute Qualität zu liefern. So, sie sind genervt, dass der Kunde irgendwie 5 Revisionen hat und so weiter. Oder dass er ständig irgendwas angepasst haben will und denken sich, ich kann doch jetzt nicht noch zusätzlich irgendwelche Texte schreiben. Dann verdiene ich ja gar nichts mehr daran. Ich will einfach nur, dass das Projekt weg ist. So. Und das ist genau der Fehler. Du solltest immer an einer Qualität der Dienstleistung arbeiten und schrauben, also bessere Ergebnisse liefern, bessere Copies schreiben, also bessere Inhalte schreiben, bessere Conversion Rate Optimierung für Webseiten machen. Ich verlinke dir auch mal unterhalb im Video, wo ich noch erzähle, welchen Mehrwert grundsätzlich Webseiten haben können. Und dann sollst du auch immer mehr dafür verlangen, weil du auch immer bessere Ergebnisse am Ende des Tages lieferst. Und das ist genau der grundsätzliche Weg, weil so bekommst du bessere Kunden, lieferst bessere Ergebnisse und nicht wie ganzen anderen Webdesigner, die einfach nur irgendwas machen, um Hauptsache irgendwie über die Runden zu kommen, sondern du produzierst messbare Resultate so, und hast trotzdem noch eine gute Kundenbeziehung, klar. Und genau, dann hast du so ein bisschen so dieses klassische, sag ich mal, Agentur-Game und ich fahre jetzt hier überall hin zum Kaffee trinken. Das ist einfach nicht das, was dich langfristig wirklich glücklich macht, im Sinne von, du machst sehr viel Gewinn, kannst ein geiles Team aufbauen und hast auch einfach gute Kundenergebnisse. Die meisten Agenturen sind irgendwie, die meisten großen Agenturen, die dieses Agenturgame spielen, also diese Beziehung pflegen und keine Ergebnisse liefern, haben auch alle Burnout und das Team ist völlig chaotisch und es ist gar nicht so geil, wie man immer von außen denkt. Von daher, das ist super wichtig. Und dann gibt es natürlich noch diesen riesen Mindset-Part. Was denkst du dazu? Was sind jetzt deine Einwände, wenn du dieses Video guckst? Denkst du, was ist für ein Bullshit? So, ich kann nicht einfach 20.000 Euro verlangen. Also, was macht das mit dir? So, diese Vorstellung, ich bekomme jetzt 20.000 Euro für 3 Tage Arbeit. Angenommen, es wäre so, oder auch wenn es 4 Tage Arbeit am Ende sind. So, und da kannst du mal in dich gehen und gucken, okay, warum, also, was sind das, welche Glaubenssätze könnten dahinter liegen? Ne? Also, was. Ich werde später vielleicht auf diesem Kanal hier auch nochmal ein Video dazu machen, wie man Glaubenssätze sich auflöst und was man damit macht oder wie man damit arbeiten kann. Aber jetzt frag dich einfach erstmal, auf welche Glaubenssätze könntest du schließen? Einfach aufgrund des Gefühls hier, wenn du darüber nachdenkst, ich könnte jetzt viel, viel verdienen, dafür wenig arbeiten, bin ich dann Betrüger oder ja, wie auch immer. Was kommen da so für Dinge in dich auf? Und das kannst du mal alles aufschreiben und dann dich fragen, welche, sag ich mal, auf welchen Erlebnissen und Erfahrungen basiert dieser Glaubenssatz? Zum Beispiel, viel Geld zu verdienen ist Betrug. Könnte ja ein typischer Glaubenssatz sein. Und auf welchen Erlebnissen beruht er? Also welche Filme hast du gesehen? Hast du von deinen Familienmitgliedern, von deinen Freunden und so weiter mal wieder mitbekommen? Und das Ganze drehst du dann mal einen positiven Glaubenssatz um und acht, also zum Beispiel, viel Geld verdienen ist leicht und bedeutet und kann wenig Arbeit bedeuten. Und dann versuchst du mal in Zukunft auf diese positiven Glaubenssätze auch zu achten im Real Life und siehst dann, okay, der hat schon wieder hier einen Kumpel von mir, hat irgendwie mit Leichtigkeit, ist auf die 100.000 Umsatz im Monat gekommen und der geht jetzt sogar noch mehr zum Fitness, hat noch mehr Zeit für seine Beziehung und hat ein besseres Leben als davor eigentlich, also arbeitet weniger und verdient mehr. Schon wieder geil, Checkmark, ein Beispiel für meinen neuen Glaubenssatz. Und so kannst du da mal rangehen. Und dann findest du auch immer neue Glaubenssätze für, weil es ist natürlich beides ja, es ist ja beides true, so beides gibt es ja irgendwo. Es gibt Betrüger, die mit super viel, wenig Zeit super viel Geld verdient haben. Es gibt auch Leute, die einfach ein sehr effektives Unternehmen aufgebaut haben und dadurch sehr viel Geld verdient haben. Weißt du, also beides ist irgendwie true. Von daher such dir da einfach mal dann den positiven Glaubenssatz raus und achte da im Real Life einfach mal drauf, was du da so findest. Und du wirst erstaunt sein, wie viele schöne und positive Geschichten es für deinen Glaubenssatz gibt. In diesem Sinne, das war's zum Thema, warum du mit Vorlagen arbeiten solltest. Es gibt noch ein paar andere Videos für Webdesigner zum Thema Positionierung, Preise, Strategie zur Kundengewinnung. Schau dir einfach mal hier auf dem Kanal die ganzen Videos dazu an. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Dein Alex.